Morning in the morning. Es geht schon wieder los. Keine Handschuhe, aber trotzdem wieder unterwegs. Ihr habt ja ein bisschen warten müssen. Immer safety first. Habt ihr lang nichts gehört seit Schweden. Aber wir wollen euch natürlich auch in der Sommersaison mitnehmen und euch so ein bisschen unseren Wahnsinn zeigen und näher bringen für alle die noch nicht wissen, ob die das mal machen sollen, oder für alle die schon oft bei uns sind, damit ihr mal alle seht, wie der ganze Wanderzirkus hier so weiter reist. Viel Spaß! Das sind so Szenen, die mit ist, ja. Nee, ich sag nichts mehr. Hockenheim ist ja quasi Heimspiel, liegt ja bei uns vor der Tür. Ich glaube, wir sind drei oder vier Mal in Hockenheim. Da sind sie, die Schäfchen. Oh, das ist aber hier. Ja, sorry, ich bin noch nie Hänger gefahren. Alles gelandet hier, wie ich sehe, oder? Ja, du musst mir jetzt mal kurz bei einer Entscheidung helfen. Och, Entscheidung? Guten frühen Morgen. Entscheidungssache. Wir hören die Rechte. Heute habe ich ein Taxi bekommen, ein Taxi, wo ich die Gäste hier mitfahre und führe. Und jetzt will ich hoffen, dass meine Jungs kommen. Die starten sich jetzt noch aus mit Helm und Funk und alles. Mhm. Und dann nehmen wir die mal mit auf die erste Runde und gucken uns da draußen mal an, wie die Gegebenheiten heute sind. Die sind ein bisschen grau heute, ist ein bisschen feucht und ein bisschen nass draußen. Aber schaffen wir, wird auch bei Regen gefahren, deswegen alles gut. Und jetzt sammle ich mal meine Jungs ein. So, Briefing ist fertig, Leute sind da, also alle haben sich akkreditiert, die Leute sind also angekommen, jetzt hatten wir ein kurzes Briefing, damit die Regeln auf so einer Rennstrecke klar sind und jetzt geht es langsam los. Jetzt verteilen die Gäste sich in verschiedene Gruppen, wir haben einmal eine schnelle Gruppe, einmal eine etwas unerfahrenere Gruppe oder auch Jungs, die zum ersten Mal auf so einer Rennstrecke unterwegs sind und ich habe eine Gruppe zugewiesen bekommen, wir sind zu dritt, also mit drei Autos, ich führe die Gruppe an, die Jungs hinten dran und dann geht das Step für Step, wird das Tempo da schneller. Ich muss mal meine Leute suchen irgendwie. Weil bei mir kommt keiner. Da ist einer. Nee, der sucht mich nicht, der will mich nicht. Fahr ich alleine. Ich will heute keiner. Ich hab frei. Badetag. Da ist keiner mehr. Alle weg. Naja, wir finden sie. Ah, es hängt damit zusammen. Wir starten heute mit der schnellen Gruppe zuerst. Das heißt, die langsamen haben noch ein bisschen Luft, können noch ein Brötchen essen. Kein Wunder, dass da keiner zu mir kommt. Die sind noch gar nicht dran. Da sind drei. Wir haben ein bisschen Zeit. Zuerst sind die GTS-Jungs dran, die fahren als erstes raus und das sind die Jungs mit dem Pfeil im Kopf, ja, die mit wilden Geschossen hier ankommen. Wir haben heute Morgen eine andere Idee. Wir gucken uns jetzt gleich ein bisschen was zum Auto an, Sitzposition, Lenkradposition, dass das klar ist. Und dann gucken wir uns in den ersten Stint erstmal nur an, wo es da draußen rumgeht, wie die Streckenbeschaffenheit ist, also ist das da draußen nass. Wir haben so rund 200, 250 Kilometer heute vor uns. Verteilt euch schon mal auf die drei blauen Autos hier in der Gruppe 2. Mhm. Setzt euch da schon mal rein. Macht schon mal Sitz- und Lenkradposition und dann komme ich gleich zu jedem Einzelnen dazu. Und dann haben wir gleich noch eine halbe Stunde Zeit, bevor wir losfahren. Doch, sind sie. Das sind sie tatsächlich. Ihr seht nur, es fehlen die Spikes. Wir haben die Spikes abgebaut. Jetzt ist Sommersaison angesagt. Die Autos, die ihr hier seht, das sind unsere Driving Porsche Autos. Das bedeutet, ihr könnt das Auto mieten bei uns. Sowohl Porsche als auch McLaren. Das sind die McLaren Autos aus Schweden. Und wann immer ihr möchtet, könnt ihr natürlich so ein Auto bei uns mieten und seid dann den Tag über betreut. Entweder bei mir oder bei einem von den Jungs an der Hand, die nehmen euch den ganzen Tag mit. Aber die Jungs, die das hobbymäßig betreiben, die kommen dann hier mit sowas an. Das ist so ein Koffer.
Und die Jungs haben dann mit einem eigenen Auto Spaß. Kann man auch. Also man kann sowohl mit dem eigenen Auto in der GT-Gruppe fahren, als auch mit dem eigenen Auto in der GTS-Gruppe. Also es geht beides. Oder man sagt, mein Auto ist mir zu schade, das bleibt zu Hause. Ich möchte ein Auto von euch und trotzdem das Rennstreckenfeeling ein bisschen erleben. Dann kann man bei uns sowohl McLaren als auch Porsche mieten. Also GT und GTS sind beides Gruppen, die gecoacht sind. Der GTS-Pilot hat die Möglichkeit zu sagen, ich nehme den Coach oder ich nehme ihn nicht. Also der Coach ist immer dafür ein. Die fahren trotzdem in der Gruppe. Das heißt nicht, dass die geführtes Fahren haben, sondern die haben ein eigenes Zeitfenster, wo die auf die Strecke gehen, rausgehen und dann entsprechend nie auf ein langsam fahrendes Fahrzeug aus der GT-Gruppe quasi aufschlagen. Oder treffen. Nicht aufschlagen, sondern treffen. Überschlagen. Ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber vielleicht kann ich schon für den Bielster Berg werben übermorgen. Das schaffst du nicht. Du kannst ja eine Wette machen, wenn das alles recht ist. Ja, genau, die habe ich ja schon verloren. Die habe ich schon verloren. Jetzt einfach zu einem Gast, der dich dann am Bielster Berg als Erster anspricht, genau. In V-Log, kriegt von dir 50 Euro. 50 Euro und einen Händedruck. Und genau. Ja, also, übermorgen Bielster Berg, Vatertag. Kommt an Vatertag zum Bielster Berg. Fahrt ein Auto von uns, fahrt euer eigenes Auto und habt Spaß bei Berg- und Talbahn am Bielster Berg. Bielster Berg, Bielster Berg, Bielster Berg. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen, oder? Für die, die immer noch nicht wissen, was wir machen, kommt hier einfach mal hin. Vielleicht hat der Chef was zu sagen. Der Chef hat was zu sagen. Chef überlegt. Mach dir jetzt mal eine Karte. Ja, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns am Bielster Berg wieder. Also für alle die, die an Vatertag noch nicht wissen, was sie machen wollen, kommen zum Bielster Berg. Wir sind übermorgen da, bauen morgen auf. Da hoffe ich, dass ihr ein bisschen einen Eindruck gekriegt habt zum Track Day von uns hier am Hockenheimring. Und dann sehen wir uns am Bielster Berg wieder mit dem Ralf Kellenas. Der ist auch am Bielster Berg. Ja, nee, übermorgen nicht. Was anderes zu tun. Die eine Sache noch. Ja? Zum Bielster Berg. Ja? Pack mal 50 Euro ein. Nee. Das heißt, die sehen das heute Abend schon? Alle? Ja, weiß ich ja nicht. Wettisch. Ich hab keinen 50 Euro.